Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Leisure Suit Larry 6 Shape Up or Slip Out. Was sinngemäß ins Deutsche so viel heißt wie Reiß auf oder Schieb ab. Gut, wie wir schon aus dem Vorspann entnehmen konnten, haben wir hier diesen ja, super exklusiven Aufenthalt in dem La Costa Lotta Wellness Hotel gewonnen. Ja, dann wollen wir uns hier mal umschauen. Eben ganz kurz grundlegend zum Spiel. Wir haben hier oben, ja, greift ihr an den Sack, da oben haben wir den Punkte-Counter. Der sollte nach Möglichkeit zum Ende des Spiels 999 Punkte betragen. Werden wir sehen, ob wir das schaffen, ob ich auch alles entdecke, finde. Denn ich habe dieses Spiel schon zweimal gespielt. Ich spiele also nicht blind. Ich kann mich aber leider auch nicht mehr an alles erinnern. So, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an. Alles klar, was haben wir denn hier? Guck dich doch mal erstmal um. Nein, 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 nein. Da sollst du hin. Ist ein bisschen schwammig hier, die Bedienung, aber ich bin froh, dass ich das so einigermaßen zum Laufen bekommen habe. Okay, schau's mal an. La Costa Lotta allows its preferred customers the convenience of this quickie checkout deposit box. Those lucky customers simply deposit their room keys. It's all on the honor system. You, of course, are ineligible for this program. Oh. Ja, da fällt schon ein bisschen auf. Der Larry, er ist nicht unbedingt so der VIP-Gast. Ah, da schau mal her. Er hier auf der Tram, der Typ da. Schaut ein bisschen so aus wie der Programmierer, beziehungsweise der Erfinder der Larry-Reihe, nämlich L.O. Ja, so viel dazu. Dann schau dir doch mal die Hübsche da an. The woman behind the front desk is a real knockout. Although you can only see down to her waist, what you see is what you like. Aha. Ist ein wenig 80er Jahre technisch gehalten hier. Fällt überhaupt nicht auf. Was haben wir denn da? You seem to be unable to look anywhere else. Och, die hat doch ein hübsches Stirnband. Kannst du das... Of course, her firm but pendulous breasts are enough to drive any man insane with lust. But try to restrain yourself. Oh, das fängt ja gut an. Kannst du ihr den BH wegnehmen? You can't take my top off already. I hardly know you. Ich mach ja jetzt nicht unbedingt was, oder? Guck mal hier. Please, sir. Don't you have any other form of... Identification? Ja, schon, aber daran wirst du dich dein Leben lang erinnern. In welcher Art und Weise auch immer. Gut, dann sprich doch mal mit ihr. Good day, miss. My name is Larry. Larry Laffer. I'm here as a guest of Stallions, that famous television show. How do you do, sir? I'm Gammy Boisulet, Head of Human Services and Customer Relations here at La Costa Lotta. My job is to make sure your visit here is everything your heart desires. And less. Woohoo! Was auch immer das heißen mag. I suppose we could begin by checking into my room. I do have a room, don't I? Oh, but of course, Mr. Laffer. Stallions has taken care of everything for you. Here's your key. You're in room 201, one of our finest suites, right at the top of those stairs, conveniently located near the ice machine, elevator, and kitchen exhaust fans. I'm sure you'll find it well worth the price you paid. Das hört sich sehr, sehr wohnlich an. Okay. Noch was? Say, baby, what time do you, get off? Usually right after I get in bed. Oh, what was the question again? Na, hier. How about we get together later? What do you say? Oh, no thank you, Mr. Laffer. My life consists of work and exercise. I really don't have time for romance. Ach, komm.
schon so ein bisschen. Just work and exercise, huh? What a waste. Hey, no cracks about my waist, okay? I can't help it. God knows I've tried to reduce. In fact, that's why I came here to La Castellana in the first place, to fulfill my dream. You have a dream? Yes, I do. Would you like to talk about it? Yes, I would. My dream was to work here long enough to afford treatment at La Castellana's exclusive cellulite drainage salon. Women came here from around the world to be treated by Dr. Swinebutt, but he was so expensive, I could never afford a complete makeover. Aha, keine komplette. Was heißt das jetzt im Klartext? Dr. Swinehart, did you say? Who's he? The genius who created La Castellana's cellulite drainage salon's marvelous machine. One suck and you were better than new. Yeah, that's what I always say. But alas, shortly after I arrived here, Dr. Swinebutt was sued for malpractice, and his cellulite drainage salon shut down. Since then, his magnificent machine has fallen into disrepair. Oh, how I long for those halcyon days. Aha. Kannst du mir da noch mehr zu erzählen? Say again, baby. I've got an idea. What if I, your friend Larry Laffer, could repair this little machine of yours? You know, fix it up, make it right. Wouldn't that make me your friend for life? Or at least one night. Ooh, oh, Larry. If you could do that, I'd be the happiest woman on Earth. And I bet I could make you the happiest man on Earth. Okay, wir müssen also für die gute Gemmy diese Absaugmaschine wieder reaktivieren, damit wir ihr helfen können und damit wir dann auch eine uns zustehende Belohnung erhalten. Ne, ihr wisst, was ich meine. I'll do my best to fix that machine for you, Gemmy. You can count on me. At least somewhat. Let me know as soon as you get my Wonder Machine repaired, Dr. Fix-It. Have I mentioned I've been celibate for years? Yeah, me too. Woran das bei uns wohl liegt? Naja, hast du mir noch was zu erzählen? I'll do my best to fix that machine for you, Gammy. You can nein. Let me know nein. As soon... Yeah. Gut, alles klar, das wäre das gewesen. Jetzt grabbeln wir doch mal da hinein. Rummaging around in this morning's room keys, you grab the one that feels the least sticky. Lecker. Gut, kannst du hier die Tür aufmachen? This door is locked and will stay that way forever. Ach na komm schon. Wir haben doch hier so einen Schlüssel erhalten. That key opens a guest room, not the door to the manager's office. Ah. Kann ich das vielleicht mit dem Hallo anderen Schlüssel machen? That key opens a guest room, not the door to the manager. Nein. You don't need to use it in that way. Ja, ist okay. Gut. Ach, was haben wir denn hier noch? A quaint old ashtray sits beside the reception counter, reminding customers of those halcyon days before smoking was illegal. Das waren noch Zeiten. Kannst du da was rausfischen? A quaint old ashtray sits beside the reception counter. Nein, offensichtlich nicht. Na, dann schauen wir doch mal hier hoch. Ah ja, wir sehen da schon Aufzug, Eismaschine, Tür. Auch Tür, wobei das da hinten so ausschaut. Naja, obwohl, lassen wir uns überraschen, vielleicht. There are some things to do around here. But right there isn't the place. Dann nimm halt einen Schlüssel und mach mal da auf. There's no need to use that object here in the hallway. Ja, mein Gott, dann nimmst halt den anderen. Ach, der Speicher-O-Matic.
Speichern. Let's Play Larry. Speichern. Und zack, die Bumm. Okay, da kommen wir anscheinend nicht durch. Was ist denn da hinten überhaupt? This hall contains only one guest room, an ice machine and a private elevator. A large glass wall at the far end has a security door that effectively blocks your admission to the Costa Club rooms down the hallway. Ah, da kommen wir also nicht hin. Ah, die Eismaschine, die ist hier in Aktion. Well, let the chips fall where they may. Rums. Gut, wie schaut's aus? Kannst da drauf drücken. Since this elevator requires a key, pushing on its lock does little good. Naja, wir haben doch zwei Schlüssel. Für irgendwas werden die doch gut sein. There's no need to use that object here in the hallway. Geh mal dahin. Nimm mal hier. Mach mal da. There's no need to use that. Ja. Ist okay. Anscheinend geht das nicht. Na, how considerate. La Castellata has placed an ice machine right here for your listening pleasure. Ja, das ist natürlich ein Privileg, sondergleichen die Eismaschine hören zu dürfen. Gut, dann versuch doch mal da. Well, yes, that is a key. But it's not the key to this room. Ah. Wir haben ja noch einen. Aha. Ja, da geht der Punkte-Counter auch hoch. So, unser Zimmer. Ich laufe jetzt hier ein wenig sinnlos durch die Gegend, während ich erzähle. Einfach aus dem Grund, dass, wenn ich hier jetzt stehen bleibe, das Spiel anfängt, ja, quasi ein Eigenleben zu entwickeln. Dann interagiert hier der Larry mit dem Erzähler bzw. mit Gegenständen einfach so. Was eigentlich nicht weiter tragisch ist, aber es würde uns dann doch auf Dauer nerven. Man beachte übrigens dieses Fenster hier. Sehr interessant. Zwischenzeitlich. Hier, drück da mal. Ui. Kannst du dich da hinsetzen? It sure feels shaky. Ja, es wackelt. Und er freut sich. Ist doch toll. This is one of those convenient non-opening windows. It makes you wish Stallions had spent an extra $1.50 per night for the room with a fire alarm and overhead sprinklers. Think of all the trouble that woman went to, just for the chance to look into your room and maybe catch you undressed. Ja, das muss die Welt gesehen haben. This is one of those It makes you wish. Ja, drück da drauf. Gut, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch zwei Türen. Aber in diese Türen. You run your hand over the lavish carpeting. Ugh, what's this stuff in my hand? Weiß nicht. Ja, dieses Hotelzimmer, das ist bestimmt schon etwas öfter benutzt worden. Das weiß man nicht genau. Ich mache an dieser Stelle erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Leisure Suit Larry Sexshaper or Slip Out. Gut, wir speichern nochmal schnell. Speichern und tschüss.